Ich dachte an Erdbeeren. In Form eines Schmetterlings? Gute Idee. Ich werde gleich mal anrufen und fragen, wann die Flut kommt. Geht da etwa die Sonne zum zweiten Mal auf? Nein, es ist meine geliebte Tochter. Was ist hier los? Darf ein Vater nicht seine Tochter vergöttern? Du planst doch nichts für morgen, oder? Planen? Ich? Natürlich nicht. Das will ich auch hoffen. Planen? Was sollten wir denn planen? Hier sein, bitte. Was ist das? Das Ding, das du haben wolltest, die Sonar-Ding. Du hast gesagt, du besorgst ein Flächenecholot. Das ist ein Fischdetektor. Was ist der Unterschied? Hey, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, Nate. Der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg. Hey, Vorsicht! Das habe ich mir geliehen. Wenn was damit ich passiert... Ich kann's nicht brauchen. Dann hättest du es mir genau erklären müssen. Das hab ich. Ich schätze, du bist nicht der Richtige dafür, Nate. Ach ja? Das sagst du einfach so, ja? Was hast du denn überhaupt vor? Ich bin auf der Jagd. Und wenn ich finde, wonach ich suche, müssen die Geschichtsbücher umgeschrieben werden. Tja. Du hast doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Hi, Louis. Emma, hi. Wilfried, dich habe ich gesucht. Ja, ich bin häufig hier, Louis. Ja, ich habe einen zweiteiligen Vorschlag. Fang mit einem Teil an. Okay, Wilfried, wie viel Zeit hast du eigentlich auf deinem Surfboard verbracht, seit du die Saftbar hast? Genau, gar keine. Aber was willst du machen? Der Laden muss laufen. Das wird sich jetzt ändern, Wilfried, denn du stellst mich ein und verbringst den Rest des Tages am Strand. Louis, das ist gar keine schlechte Idee. Ja, ich leg los. Wartet mal kurz. Das nennt ihr ein Einstellungsgespräch? Ja. Okay für mich. Wilfried? Ich habe alle nötigen Informationen. Nein, ihr müsst das richtig machen. Du musst ihm ein paar Fragen stellen. Fragen? Louis, wieso willst du im JuiceNet-Café arbeiten? Ich möchte die Menschen mit frischem Saft und freundlichem Service versorgen. Und ich brauche Geld. Wilfried, ich bin bereit, für $30 für dich zu arbeiten. Den Tag? Die Stunde. Das ist unrealistisch, Louis. Tatsächlich? Dann muss Teil 2 meines Vorschlags warten, bis ich Geld beschafft habe. Ich melde mich, ja? Tut mir leid. Louis, mein Freund, dich habe ich gesucht. Hör zu, ich habe ein Problem. Oh, lass mich raten. Du bist egoistisch, du bist eitel, du bist sowas von stinkreich. Hast du gerade mein Freund gesagt? Louis, hör zu. In der Vergangenheit war unser Verhältnis manchmal nicht optimal. Nein, das stimmt. Für mich ist das Glas meistens halb voll. Für dich ist das Glas etwas, was du anderen Leuten über den Kopf ziehst. Das sollte komisch sein, oder? Ich wusste, es überfordert dich. Louis, hör zu. Was hältst du von einem Job? Ein Job? Ich suche einen strebermäßigen Spinner, der mir dabei hilft, etwas zu finden. Was bestimmt es? Was bestimmt es? Könntest du etwas deutlicher werden? Ein Seeungeheuer. Louis, da draußen ist irgendetwas. Im Meer. Und was ich brauche, ist jemand, der weiß, wie man damit umgeht. Flächenecholot, 3D-Modellierungssoftware, Wärmebildkamera? Das klingt ja echt ernst. Ja, also, willst du den Job? Du sagst ständig Job. Gibt es dabei was zu verdienen? Nenn deinen Preis. Was bedeutet denn das? Nichts Gutes. Hey, da ist sie ja. Der letzte Tag als 15-Jährige. Das müssen wir feiern. Das muss wirklich nicht sein. Wieso hast du nichts gesagt? Wilfried, Früchtecocktails für alle, bitte. Komm sofort.
Und weißt du, was das Beste ist? Ich kann diesmal zu deiner Party kommen. Aber es wird gar kein... Wieso warst du sonst nicht da? Ich hatte immer Schwimmwettkämpfe, aber dies Jahr will ich ordentlich feiern. Toll. Können wir jetzt das Thema wechseln? Leos Vater schmeißt die allertollsten Partys, so mit allem drum und dran. Hüpfburg, Clowns, Ponys. Da waren wir natürlich noch klein. Ist ja toll. Ich wünschte, mein Vater würde sich an meinem Geburtstag auch so... Hört mal zu. Es gibt dies Jahr keine Party, also könnt ihr jetzt vielleicht bitte mal aufhören. Was ist denn bloß los mit ihr? Sie hat wohl ein Problem mit ihrer Geburtstagsparty. Ja, hallo? Oh, hallo, Mr. Sartori. Ja? Okay, alles klar, gut. Ja, wir sagen ihr nichts. Bis dann. Siehst du? Jetzt ist mir alles klar. Das war Cleos Dad. Sie geben doch eine Party für sie. Deshalb ist sie so mies drauf. Sie denkt, die haben es vergessen. Okay, sollen wir es ihr sagen? Auf keinen Fall. Schatz, kannst du bitte mal kurz kommen? Ja. Für dasselbe Geld können wir noch einen Ballonmodellierer engagieren. Oder einen Chihuahua, der als Renaissance-Dichter verkleidet I was made for loving you komplett bellen kann. Was meinst du, Beth? Oh, nimm den Hund, nimm den Hund. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Beth, ich weiß, was Cleo will, und zwar eine super tolle Geburtstagsparty. Genau wie letztes Jahr auch und das Jahr davor. Es ist doch immer sehr lustig. Ja, schon, aber... Dads Partys sind die besten der Welt. Hörst du's? Also, was meinst du jetzt? Den Ballonmodellierer oder den Chihuahua? Du hast nicht zu viel versprochen. Ich meine, das sind super teure Sachen. Sag dir doch, Geld spielt keine Rolle, Louis. Ich nehme das echt ernst. Kannst du wirklich mit dem Zeug umgehen? Klar. Ich meine, ich würde nur gern wissen, wie war das mit dem Seeungeheuer? Tja, vor ein paar Wochen, weißt du, da wäre ich doch um ein Haar ertrunken. Da habe ich das gesehen. Sieht interessant aus. Behalte es, ist eine Fotokopie. Das Original ist später vielleicht mal wertvoll. Was? Und was ist das, Zane? Ist das sowas wie ein Delfin? Auf keinen Fall. Das wirst du in keinem Lehrbuch finden, Louis. Aber ganz egal, was es ist, wir werden es fangen. Hey, Sekunde. Warte mal. Weißt du, ich hab's mir noch mal überlegt. Ich mach nicht mit. Was? Ich steig aus. Louis! Oh nein, mein Fischschwanz. Siehst du, das gefällt mir an euch. Die anderen Mädchen in der Schule sagen immer, oh nein, mein Make-up. Jetzt haben wir wieder was gelernt. Wenn Zane nächstes Mal ertrinkt, lassen wir ihn. Zane will das Ungeheuer aufspüren und er will, dass ich ihm dabei helfe. Das solltest du auch. Interessante Logik, das könnte klappen. Sekunde, erklärt mir das bitte mal. Na, Zane versucht uns zu finden und du weißt, wo man uns nicht findet. Ja, und Louis kann Zane von gefährlichen Orten wie Mako Island fernhalten. Das ist gut. Umgib dich mit Freunden, treib deine Feinde mitten aufs Meer hinaus. Und wann geht's los? Morgen. Dann verpasst du Cleos Party. Gut. Cleo hasst ihre Geburtstagspartys, weil sie peinlich sind. Was? Wieso? Wie lange ist es her, dass du bei einer warst? Ein paar Jahre schon. Ja, ich war bei allen und glaubt mir, es sind Albträume. Zane, hier ist Louis. Ich bin dabei. Lass uns das Seeungeheuer fangen. Hallo? Happy Birthday, Cleo! Du bist jetzt süße 16, Schlafmütze. Wäre ich selbst nie drauf gekommen. Und, was hast du gekriegt? Noch nichts. Aber nett, dass ihr angerufen habt. Jetzt lasst mich bitte in Ruhe. Super gelaufen. Frühstück im Bett für das Geburtstagskind. Ich schlafe noch. Dein Lieblingsessen? Pfannkuchen mit Erdnussbutter, Bananen und Honig. Darf ich im Bett bleiben? Solange du willst. Bitte sehr.
Plan. Zane? Schön, dass du es dir überlegt hast. Tja, hab eine Schwäche für Geheimnisse. Hast du die 100 Dollar? Ja, hier. Ist das genug? Perfekt.